Na, stehst du beim Fußballspiel auch immer auf der Fanmeile beim Public Viewing? Sì, naturalmente. Che cosa è Public Viewing? Egal, ob du dir große Fußballturniere zu Hause oder in der Innenstadt anschaust, ich zeige dir, wie du das perfekte Fan-Accessoire modellieren kannst. Mein süßer Chippy ist ein kleiner Fußballer, der einen Fußball unter dem Arm trägt. Für meinen kleinen Fimo-Fußball verwende ich drei Fimo-Farben. Die Fimo-Farbe weiß und schwarz, das Innere wird bei mir blau. Aus den drei Fimo-Farben fertige ich mir kleine Kugeln an. 20 weiße, 10 blaue und 12 schwarze. Wichtig, die kleinen Kugeln müssen alle in etwa gleich groß sein. Aus den 10 blauen Kugeln forme ich mir eine große Kugel. Oben mittig lege ich eine schwarze Kugel auf. Um die schwarze Kugel lege ich 5 weiße Kugeln, sodass es wie eine kleine Blume aussieht. Als nächstes lege ich 5 schwarze Kugeln auf. Die schwarzen Kugeln müssen immer zwischen den 2 weißen Kugeln liegen. Zwischen den 2 schwarzen Kugeln füge ich wieder eine weiße Kugel ein. Ich vervollständige meinen Fußball. Achtung, aufgepasst, um jede schwarze Kugel lege ich immer 5 weiße Kugeln. Fertig belegt sieht mein Fimo-Fußball so aus. Mit leichtem Druck rolle ich den Fußball über die Arbeitsfläche. Nach dem Ausrollen sieht mein Fimo-Fußball so aus. Nach diesem Prinzip kannst du dir ganz schnell viele kleine Fußbälle modellieren. Für meinen kleinen Fimo-Fußballer verwende ich 6 Fimo-Farben. Die Fimo-Farbe Weiß, Schwarz, Orange, Gelb, Cameo und Ultramarin. Für den Kopf habe ich eine große Kugel mit einem Durchmesser von 2,5 cm angefertigt. Für die Haare einen großen Kreis mit einem Durchmesser von 3,5 cm. Achtung, aufgepasst! Die Fimo-Farbe Gelb habe ich auf einer Stärke von 2,5 mm ausgerollt. Mit den gelben Fimo-Haaren packe ich meinen Kopf ein. Meinen kleinen Fimo-Fußballer verziere ich mit Augen, Mund und Augenbrauen. Fertig sieht der Kopf meines Fußballers so aus. Die Wangen habe ich mit pinkfarbener Kreide betont und unten ein 1 cm langes Drahtstück eingefügt. Mein Fimo-Fußballer trägt ein T-Shirt und eine Hose. Die beiden Kleidungsstücke schneide ich mir aus 2 Fimo-Farben aus. Die harten Kanten von T-Shirt und Hose glätte ich, um die Konturen zu verfeinern. Das kleine T-Shirt habe ich mit der Hose verbunden. Von oben schiebe ich den kleinen Kopf ein. An den Ärmeln des T-Shirts befestige ich 2 kleine Arme. Ein Arm davon hält einen kleinen Fußball fest. Die kleinen Füße des Fußballers fertige ich mir aus der Fimo-Farbe Cameo, Weiß und Orange an. Über kleine Drahtstücke befestige ich die Füße am Körper. Fertig sieht mein kleiner Fimo-Fußballer so aus. Oben im Kopf habe ich noch eine kleine Öse eingesetzt. Meinen Fußballer backe ich 30 Minuten bei 110 Grad. Oh, wie ich sehe, hast du mein Video bis zum Schluss angeschaut. Das freut mich sehr. Hast du noch Fragen, möchtest gerne noch etwas wissen? Dann schreib mir einen Kommentar. Ich beantworte deine Frage gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Froni.